Ja, hallo. Ich setze mal. Okay, das Spiel muss ich erstmal anscheinend sortieren. Man hat so, glaube ich, ne? Hat sein. Oh, ich weiß es nicht mehr. Okay. Das doch gerade so verdeckt ist. Okay. Einmal Häkchen dran. Chinesisch. Zack, zack. Und kriegen wir das denn irgendwie? Irgendwie so hin, dass wir es cool abschließen können. Wir müssen nochmal einen Schwung drehen. Wir garantiert irgendwie geregelt. Okay. Überlegen, ob wir das ganze Dach nicht noch ein Stück runterziehen, oder? Ich weiß es nicht. Bin ehrlich, ich weiß es gerade nicht, wie ich das regeln soll. Haben wir die entlang? 4 Meter Weg. Ja. Nein. Warum tust du das, Spiel? Gut, dann drehen wir das. Klonk, klonk, klonk. So. Sollten wir sogar. Ah, das kommt mir da jetzt gar nicht drauf an. So. Bin ernsthaft überlegen, ob ich nicht einfach auch ein. So ein Dach hier hin. Das. Wie könntest du das bitte da. Einfach mal so hinpacken und zu so gucken, wie das wirkt. Wir das jetzt so nehmen. Ne, nein, nein, du bist raus. Dachkante. Wir haben die auch noch ein Stück länger. Erstmal mir ist das so. Ja, stimmt. Nur lassen wir dahin. Ja, meine, wir müssen ja echt schon zwei setzen, ne? Dann drehen wir dich noch ein Stück nach vorne. So war das auch nicht geplant. Hier haben wir jetzt das Problem, wir müssen. Wir
Wir müssen hiermit sogar noch ein Stück nach unten. Oder eventuell noch ein Stück nach unten. Ich probiere ich mal weg. Wirst du so sitzen? Das klingt nach einem Plan. Ja, nur, dass es hier vorne zu ist. Nee, falsch. Jo, das klingt nach einem Plan. Jetzt ist die Schwierigkeit. Wie setzen wir das? Dass wir umkommen konnten, was da verstecken. Wenn wir es hier runtergeschoben haben. Sagt er, wir machen das so. Es geht jetzt hier nicht mehr, leider. Moment, wir machen das mal zurück. Ja, es hat kaum Effekt. Das ist natürlich jetzt schwierig. Weg. Das ist natürlich jetzt echt nicht geil. Ja, darum. Da oben konnten wir ein bisschen, ich sage mal, fuschen. Konnten wir das schön ans Dach angleichen. Wollen wir jetzt das genauso machen? Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Experiment hier. Ja, jetzt sind wir auf derselben Höhe. Okay, wie machen wir das? Die Idee ist ja, dass wir hier irgendwie so ein bisschen reingehen. Das baut ja so ein bisschen auf. Wäre das hier irgendwie... Ja, das Problem ist jetzt die Kante. Die sieht man natürlich. Haben wir da nicht irgendwie was anderes, was wir da hinstellen können? Mal jetzt kurz gucken. Oder haben wir irgendwelche Ziersachen, die wir da noch reinstellen können, was Kleines? Mich auch nicht stören, wenn man da irgendwas klein, das ist schon groß. Okay, das ist also groß. Okay, findet sich garantiert irgendeine Lösung. Was wird sich da? Schauen wir doch mal an, was haben wir denn da? Erstmal hoch. Plunk, plunk. So, können wir noch ein bisschen? Nee. Aber das klingt nach einem Plan. Müsste man. Gucken wir uns mal den hier an, auf der Ecke. Ne. Na? Er ist doch fast optimal.
Wenn wir den jetzt noch ein kleines Stück reinkippen. Können wir wieder ändern, das ist nicht das Problem. Auf der kleinen Stelle sieht das ja kein Mensch. Hier nachher im Endeffekt steht. Jawohl. Ich nehme mal raus. Dich kopieren wir. Na. Okay, das nochmal. Das wird erstmal aufrichten. Tack, tack, tack. Oh, wir sollten 45 Grad ausmachen. Ungefähr. Jo, passt. So, wie sieht's optisch aus? Den könnte man ja. Moment, wir haben ja noch Zierelemente. Kriegen wir die? Einfach mal gucken. Oh ja. Oh ja, um Längen. Um wirklich Längen besser. Das Schöne ist, wir können ja das Ding auch dahin sitzen. So, einmal das Dach. Jetzt haben wir da eine schöne Lösung gefunden, die mir auch persönlich sehr gut gefällt. Vorne drehen. Wir können insgesamt noch ein Stück runter, ja. Ja, das wird hier noch mehr so eine Fuschecke werden. Aber die werden wir am wenigsten sehen, glaube ich. Da. Wollen wir ein bisschen spielen. Da. Gehen wir noch ein Stück. Gehen wir noch einen kleinen Winkel mehr. Und jetzt hat man hier so eine. Können die doch einfach kopieren, oder? Wollten jetzt nicht raussuchen. Stimmt, den hat man ja auch noch irgendwie hingesetzt hier. Ja, mal das so. Ich glaube, wir lassen dich auf der Mauer aufliegen. Dann können wir dich noch schön irgendwie hinschieben.
Ja, das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Warum du zoomen? Ja, du musst davor. Dann kriegen wir das hin. Jetzt hatten wir noch diese anderen Teile, ne? Diese Dreiecke hatten wir. Rüber. Die müssen wir ganz schön reinkippen, ja. Ja. Okay. Nö, hier guckt nichts durch, das ist gut. Muss hier zurückdrehen. Jetzt passt das nicht. Fühlt sich gerade so wabbelig an. So, noch mal ein Stück reindrehen. Ein Stück nach vorne. Das ganze Teil sieht so kacke. Oh nee, das Teil werden wir rausschmeißen. Ich kann mit vielen leben, aber nicht mit sowas. Oh Gott. Raus, dann hätten wir das hier auch. Ja, brauchen wir jetzt so ein bisschen Zier daran. Dann passt das. Wo seid ihr? Dort. Ja, damit kann ich wunderbar leben. Bin auch ernsthaft überlegen, ob wir jetzt nicht einfach sagen, wir nehmen noch so einen großen. Klatschen dich hier oben hin. Und nicht einfach nur runter. Brauche ich mir mit dem Dach jetzt nichts zu überlegen hier oben. Jetzt hier unten ein Stück ran. Dann hätten wir den Vorbau auch fertig. Ha! Tada, die absolut rettende Idee.
Nö. Nee, nee, ich will den Kumpel da unter haben. Genau, dich. Dich biegen wir jetzt erstmal nach vorne. Ja. Sehr geil. Noch mal kurz aus. Jawohl. Ich würde jetzt trotzdem hier gerne noch Rebe runterziehen. Oder? Da haben wir doch garantiert. Nur Holzpfosten. 1 Meter, 1 Meter. Nee, wenn der schon dick. Sieht das nicht aus. Gut. Gehen wir den ganzen Käse noch. Ah, jetzt kommen die ganzen Feinheiten. Wir sind ja im Groben fertig. War das so? Sieht das gut aus? Ich werde natürlich für so einen runden Pfeiler, werde ich natürlich. Oh Gott. Boah, da war ganz kurz meine komplette Stimme weg. Sieht das gut aus? Machen wir einen zweiten nochmal ran. Ah, die schweben. Bin ich sehr unschlüssig, muss ich sagen. Hier aber auf jeden Fall, glaube ich. Das 45 Grad sein. Ah, nicht ganz. Oh, ja, nicht ganz. 60 Grad. War's ja kein Problem. Ah, hier sind es nicht ganz 60 Grad. Haha, haha. Aha. Erwischt. Hier muss ich auch was ausmachen. Passt. Okay. So, Meter enden, wa? Oh, sonst bin ich so ein bisschen unschlüssig. Können wir alles noch schön mit Dings ausfüllen. Aber geilo. Gut, jetzt haben wir noch die Tür hier oben. Wie machen wir die? Auf jeden Fall dich raus. Ich kann mal reinschieben. Würde ich auch noch rausnehmen. Es wird hässlich. So, dich mach mal bündig. Wir werden da schon irgendwas zaubern. Ich werde es auch relativ einfach halten, glaube ich. Und mir so ein Ding hier nehmen.
Yep. Wollen wir gleich mal gucken, wie wir das hübsch integriert kriegen. Ich würde auch bald sagen, das ist noch zu hoch. So. Wir werden so reingehen. Mach mal ganz kurz das hier aus. Das, was mir die meisten Sorgen macht, ist einfach, dass wir hier nicht in der Mitte kommen. In der Mitte wäre es einfach. Wenn wir den Weg noch leicht modifizieren. Wir müssen ja eh auf dieser Etage irgendwie kommen. Wir hätten das Problem, wenn wir hier hochkommen. Wir müssten in der Mitte kommen. Wir müssten durch die Mitte kommen. Dann wäre es am einfachsten. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Das Ding ist, diese Ecke hier nachformen. Du bist 4 Meter, ne? Moment. Moment. 3, 3. Was haben wir jetzt hier? Hier bist du. Können wir dich denn vom Winkel her an... Das wäre natürlich jetzt so ideal, ne? Tag. Ein. Ja, dich vom Winkel noch ein kleines bisschen drehen. Jawohl. Nee. Nee, nochmal zurück. Also, wir gucken. Wir brauchen Anstellwinkel. Können wir hier uns ein schönes Dach formen? Wir müssen halt irgendwie nur gucken, dass wir tief genug kommen. Oder hoch genug. Wir lassen das erstmal so und hängen nochmal nicht dran. So, müssen wir mit dem Arsch ein Stück hoch. Zack. Ein bisschen viel, glaube ich. Wir gehen noch rüber. Wege einfach mit aufgreifen. Oh, wir müssen aber, dass das abschüssig ist. Wir haben uns da schon einig. Wir müssen rüber. Wir könnten höchstens, dass wir so kommen. Eigentlich müssen wir nur eine Seite bauen. Dann lassen wir den unten weg und ziehen das gerade durch. Machen wir einfach mal. Ja. Hier haben wir ja das Dach. Ja, wir haben dich aber nicht in schmal. Wir haben dich nur in dieser Breite, mein Freund.
Wenn wir dich jetzt sagen, wir nehmen dich noch ein kleines Stück runter. Ich nehme mal weg. Können wir dich eventuell noch ein Stück schieben? Jetzt mal so ein. Wir bauen jetzt erstmal einmal so zusammen, wie ich mir das denke. Ich will ja bloß die Ecke voll haben. So, das dahin. Gut, können wir. Ja, es geht auf jeden Fall, aber müsste man das ja im selben Winkel runterlaufen lassen. Den? Nee. Komm hoch, mein Freund. Das Andocken hat jetzt aufgehört. Das ist schön hier oben abschließen. Kann man das so machen? Bin echt unschlüssig, ne? Dann könnte man noch einen kleinen tiefer setzen. Sieht halt nicht gut aus, ne? Wir setzen jetzt mal. Kriegen wir das hin? Okay, wir brauchen die Position. Funktioniert so auch nicht. Ich möchte einfach nur hier andocken. Dass ich denn hier drüben. Bin ich dicht. Ich möchte ja nur, dass ich nachher zwei, drei darüber schieben kann. Das ist so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich komme dann wieder weg. Aber so habe ich denn eine Flucht. Euch kann ich wieder wegnehmen. Machen wir die hier drüben. Jetzt schieb. Oh, hätte die Kleine behalten sollen. Was kriegen wir hin? Oh. Oh, 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 oh. Das ist nicht cool. Das ist jetzt ein Problem.
ich kann die nicht drehen. Also, quer schieben. Jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo es echt interessant wird. Jetzt wird's eklig. Hm. So. Will ich doch bloß da reinschieben. Wahrscheinlich manchmal sehr komplizierter, als es eigentlich müsste. Nee. Ach, du Kacke. No, ey. Kiese. Nimm dich mal rein. Zack. Nur so ein bisschen. Einfach nur, dass es dicht ist. Dass es hier drinnen vernünftig aussieht. Du Eiland. Wie umschiffen wir das? Wird so ein Chaos werden hier. Ja. Wie ich dich jetzt wegnehmen. Wir das nicht irgendwie anders lösen. Ohne dass wir jetzt irgendwie wilde Sachen hier drehen. Groß. Könnte man ja theoretisch. Ja, trotzdem dann nicht in der Mitte. Was lässt sich, glaube ich, schöner anschließen? Das ist das Problem, weil wir hier nicht in der Mitte sind. Okay. Dieses Problem lösen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.